Am Samstag, 19.12., kam es am Heldenplatz zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen und auch gegen die Bundesregierung. Knapp 1000 Personen sind gekommen, um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Und man kann es vorwegnehmen, die Veranstaltung verlief völlig friedlich. Corona macht uns zu Helden. Ich hoffe, zu Helden der Wahrheit. Ich hoffe, zu Helden der Freiheit. Unbewusst hat man all unsere Grund- und Freiheitsrechte da aufgeschrieben. Sie können es nachlesen. In jedem dritten Wort steht Freiheit. In jedem dritten Wort steht Gleichbehandlung, dass das Recht vom Volk ausgeht. Und so fort, wie wahr und wie richtig. Offensichtlich ist es aber so, dass der Herr Bundeskanzler und verschiedene Bundesminister zu wenig lesen können. Wir haben ein Volksbegehren gestartet für die Freiheit. Wir wollen, dass wir frei und selbstständig entscheiden können, ob wir uns impfen lassen oder nicht. Ein Lockdown ist Ausgangssperre. Und Ausgangssperren gehen nicht nur von Kriegsländern und Diktaturen und bösartigen autoritären Staaten. Kann auf seine Art und Weise zu dieser Pandemie positiv beitragen. Denn wenn man der Wahrheit dient, wenn man der Wahrheit verpflichtet ist, dann bleibt am Ende des Tages ein irrsinnig gutes Gefühl, dass man nicht in Wortdüsen kleiden kann. Obwohl die Bevölkerung, und das muss man sagen, sicher weitestgehend ganz, ganz, ganz brav an sehr viele Dinge gehalten hat und leider den Versprechungen des selbsternannten Lordkanzlers geglaubt hat und wirklich meint hat, nur wenn er sagt, bemüht euch und dann kommt kein Lockdown. Aber eins kann man sich sicher sein. So sicher wie die Schmerzen dieser Pandemie die Menschen fundamental und spürbar erreichen werden, so sicher wird dieser Schmerzimpuls die Menschen aufwecken und dazu kriegen, dass sie mit uns vorstehen. Gesundheitsschädlich, ganz besonders für Kinder. Ja. Life will stay the same, unless you're strong and you go through pain, and it won't fade away. It ain't gonna change, cause we must all accept this hate, broken hearts and chains. Walk the streets of hell, but you are strong and will not fail. Instead, you will prevail. Maybe I'm wrong. You get to choose where you belong. But listen to the song. Insofern, dass wir diese Versammlung auflösen sollen. Dass ich